Schon nächstes Jahr rollen hier die Bagger an, um das Gebäude für das neue Gymnasium zu errichten. 2013 soll es fertig sein. Bis es soweit ist, nutzen die zukünftigen Fünftklässler Räume in der Comenius-Grundschule. Und das schon ab dem Schuljahr 2011-2012. Das Gymnasium in Buchloe wird dreizügig, heißt, je nach Anmeldungen werden 3 fünfte Klassen eingerichtet. Es wird 2 Zweige geben, naturwissenschaftlich, technologisch und sprachlich. Die Lehrkräfte des neuen Gymnasiums stammen zunächst vom Jakob-Brucker-Gymnasium in Kaufbeuren. Wir haben heute Schulleitungen erlebt, sowohl vom Jakob-Brucker-Gymnasium wie auch von der Comenius-Grundschule, die schon so gut als Team gearbeitet haben oder den Eindruck vermittelt haben, wie wenn sie schon 10 Jahre zusammenarbeiten würden. Volle Motivation, auch ganz klar dargestellt, beste Ausrüstung, tolle räumliche Möglichkeiten und eben die Atmosphäre drumherum kann also für junge Schülerinnen und Schüler, die in die 5. Gymnasialklasse kommen, besser nicht sein. Auf beide Schulen kommen Veränderungen zu, um das Projekt Gymnasium in Buchloe umzusetzen. Die Lehrkräfte aus Kaufbeuren müssen pendeln und in der Comenius-Grundschule wird zusammengerückt, um Platz für die Pionierklassen des Gymnasiums zu schaffen. Die Lehrer nehmen das gelassen. Die Voraussetzungen sind gut und ich glaube, jeder ist da bereit zur Zusammenarbeit. Das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, da was zu bewegen. Und mich würde es freuen, wenn da auch für die Eltern, die heute Abend da waren, was Positives rauskommt und dass sie auch was Positives mitgenommen haben. Das Interesse an der Infoveranstaltung zum neuen Gymnasium in Buchloe war auf jeden Fall da. Viele Eltern jetziger Zweit- bis Viertklässler waren gekommen und hatten über 2 Stunden lang aufmerksam zugehört. Gelungene Veranstaltung, sodass bestimmt auch die skeptischen Bürger auch überzeugt wurden. Werden Sie Ihre Kinder aufs Gymnasium Buchloe schicken? Es kommt auf die Noten drauf an. Ich denke, das kann man so natürlich nicht sagen. Es kommt wirklich darauf an, wie es sich entwickelt bei den Kindern. Eine ist jetzt 3. Klasse. Ja, wir werden sehen. Wenn Gymnasium, dann ist das sicher eine gute Alternative hier in Buchloe. Weil wir kommen ja aus Obroschendorf, da war ja die Frage Kaufbeuren oder Buchloe und das ist dann auch Grenzgebiet. Wir warten schon lange sehnsüchtig aufs Gymnasium, wir sind jetzt echt froh, dass es kommt. Das heißt, wenn die Noten passen, kommt das Kind nach Buchloe aufs Gymnasium? Ja, auf jeden Fall, sonst wäre es nach Kaufbeuren gekommen. Eine Frage, die an diesem Abend noch nicht geklärt wurde, ist der Name für das neue Gymnasium in Buchloe. Eigentlich ist der Landkreis Ostallgäu als Träger der Schule dafür zuständig. Ich vertrete da die Meinung, das muss die Schulfamilie klären. Das müssen die Kinder, die Schüler auch irgendwo überlegen. Die Eltern müssen dort sich wohlfühlen, die Lehrer natürlich. Und wenn es soweit ist, und vielleicht ist es noch ein wenig früh, aber dann wird dieser Prozess in Gang kommen. Der muss sehr transparent, auch demokratisch ablaufen. Und am Schluss sollte ein wunderbarer Name dastehen, der eben auch diese Philosophie einer Schule, die Transparenz, die Menschlichkeit, aber auch die Fachlichkeit ausdrückt. Und da bin ich selber auch gespannt. Aber ich werde den Antrag gerne unterschreiben und fast alles akzeptieren, was dort vorgeschlagen wird. Bis es soweit ist, heißt es ganz einfach Gymnasium Buchloe. Genauso wie die Homepage, auf der immer der aktuelle Stand nachzulesen ist, gymnasium-buchloe.de.